Gedankenanstoß. Die Kirchentür von St. Martini in Stöckheim ist recht schmal gebaut. Das ärgert manchmal. Man kommt schlecht durch. Aber das steht dafür, dass nicht immer der breite Weg der gute Weg ist, nicht der einfache Weg ist der, den wir gehen sollen, sondern manchmal eben die schmale Gasse, die schwierig zu gehen ist. Der Weg in eine Kirche ist gebaut als Weg auf Gott zu. In den meisten Kirchen ist es so, dass man gegenüber dem Altar in die Kirche eintritt. Man kommt von seiner eigenen Welt, soll sie mitbringen, nicht hinter sich lassen, sondern hineintragen in die Kirche. Wir gehen gemeinsam auf den Altar zu. Je näher wir ihm kommen, umso besser sehen wir die Bilder, die Symbole auf dem Altar und in der Mitte das Kreuz. Die Welt geht auf das Kreuz zu. Die Menschen gehen auf Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, zu. Er hängt nicht mehr am Kreuz, deswegen ist das Kreuz leer. Hier bleiben wir stehen. Der Altarraum beginnt. Er erinnert uns daran, dass es etwas Besonderes ist, auf Gott zuzukommen. Wir sind eingeladen an Gottes Tisch, aber wir sollen uns der Nähe Gottes bewusst werden. Sie ist uns heilig in der Kirche. Der Altarraum ist das Wichtigste und Schönste, das wir haben. Neben den Bankreihen, in denen Menschen sitzen, die so viel Verschiedenes und Schönes und Gottes gesamte Schöpfung mitbringen. Am Kreuz liegt die Bibel, das Wort Gottes, das, was uns Kraft geben soll. Und wenn wir diesen Blick genießen, dann wissen wir, nicht wir gehen auf Gott zu, sondern Gott kommt zu uns. Er kommt uns nahe in all dem, was Gott mit den Menschen erlebt hat, seine ganze Geschichte mit der ganzen Welt.